Heute gibt es ein Review zum Philips OneBlade Face and Body Kit. Der Philips OneBlade ist wohl der meistgehypteste Rasierer aller Zeiten. Das ist zumindest mein Gefühl. Philips hat da wirklich super viel Kohle ins Marketing reingepulvert. Und nicht nur ins Marketing, sondern auch ins Social Media Marketing. Mir wurde der Philips OneBlade nämlich überall angezeigt, auf sämtlichen Websites, auf die sämtlichen Social Media Kanälen und natürlich auch Influencer Marketing. Klar, gar keine Frage. Ich habe vor ungefähr auch 1,5 Jahren eine Kooperation mit Philips gehabt und den Philips OneBlade beworben. Heute geht es aber nicht um den Philips OneBlade an sich, sondern um das Face and Body Kit. Wenn du zum Beispiel, wie ich jetzt, nur Besitzer eines Philips OneBlades bist, dann kannst du dir zusätzlich dazu noch ein Face and Body Kit dazu kaufen. Und davon gibt es zwei verschiedene Versionen. Einmal eine Version für 20 Euro, da ist eine Klinge mit dabei und zwei Aufsätze. Und dann gibt es noch eine zweite Version für 30 Euro mit zwei neuen Klingen und zwei Aufsätzen. Ich habe mir dann die letzte Variante bei Amazon bestellt, war in wenigen Tagen da. Und als Info, dieses Face and Body Kit ist dazu da, um deine Haare unterhalb deines Halses zu trimmen bzw. zu rasieren, respektive Brust, Achseln und Bauch und was auch immer noch sonst so. Ich verlinke euch den Philips OneBlade als auch das Face and Body Kit natürlich selbstverständlich in der Infobox, falls ihr daran Interesse habt. Wenn das Face and Body Kit bei euch zu Hause ankommt, dann sieht das Ganze so aus und es hat folgende Bestandteile. Zum einen eine niegelnagelneue Klinge, die ihr bestenfalls für euer Gesicht verwendet. Dann eine neue Klinge mit einem Aufsatz für sensible Stellen, wie zum Beispiel unter den Achseln. Und dann noch einen Körperaufsatz zum Trimmen auf 3 mm. By the way, die Klingen sind übrigens gleich. Der Hersteller, also Philips, empfiehlt halt nur, dass man fürs Gesicht eine andere Klinge verwendet als für den Rest des Körpers. Und die Klingen, also das Face und Body Kit, passt auch auf sämtliche Philips OneBlade Versionen drauf. Auch eine wichtige Info, also egal ob du den Philips OneBlade Pro hast oder den normalen, funktioniert beides. Eine wichtige Info noch vorab, Leute. Ich habe zwar viele Haare auf dem Kopf und auch viele Haare im Gesicht, aber am Rest des Körpers, also die restliche Körperbehaarung, ist halt jetzt nicht so massiv. Ja, also ich habe jetzt hier unter meinem T-Shirt keinen riesengroßen Pullover, sondern das ist eine normale bis geringe Körperbehaarung. So kann man das, glaube ich, sagen. Also allererstes Mal habe ich die Klinge ausgetauscht und eine niegelnagelneue Klinge verwendet. Und dann habe ich den Aufsatz für 3 mm auf den Philips OneBlade Pro draufgesetzt. Dann habe ich einfach mal losgelegt und habe meine Brust rasiert mit diesem Aufsatz hin, her, links, rechts, geradeaus. Einfach mal drauf losrasiert, beziehungsweise nicht rasiert, sondern ja nur getrimmt, denn es ist ja ein 3 mm Aufsatz drauf. Und funktioniert das Ganze? Ja, es funktioniert, aber bei meiner Brustbehaarung kam da jetzt nicht so ganz viel runter. Wenn du natürlich jetzt wirklich wie ein Gorilla behaart bist, dann kannst du natürlich deine Haare damit schön auf 3 mm runter trimmen. Aber 3 mm ist ja auch schon relativ kurz. Da kannst du genauso gut ohne Klinge rasieren, meiner Meinung nach. Als nächstes habe ich dann die Aufsätze gewechselt und habe den Aufsatz für sensible Stellen auf den Philips OneBlade drauf gemacht. Und damit habe ich dann auch einfach mal losgelegt, über meine Brust rasiert, links, rechts, geradeaus. Und dann bin ich auch noch mal ein bisschen weiter runtergegangen in die Bauchregion und habe da auch einfach noch mal ein bisschen runter getrimmt bzw. rasiert. Also für mich hat dieser Aufsatz ein bisschen mehr Effekt gehabt, also weil ich natürlich auch nicht so großartige Behaarung habe auf dem Körper. Aber dieser Aufsatz gibt dir einfach nochmal das Gefühl, okay, du kannst dich nicht schneiden, wenn du diesen Aufsatz verwendest. Ja, das ist das Main-Gefühl, was dieser Aufsatz mir vermittelt hat. Aber man muss dazu sagen, Leute, es ist eh schon unfassbar schwierig, sich mit dem Philips OneBlade überhaupt zu schneiden, weil es einfach kinderleicht ist, sich damit zu rasieren. Also Leute, ich habe das Kit auf jeden Fall auf Herz und Nieren überprüft und kommen wir jetzt zum allerwichtigsten Part des Videos und zwar zum Fazit. Als allererstes, hat das Ganze funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Zweitens, werde ich zukünftig das Face und Body Kit verwenden? Nein, werde ich nicht. Drittens, werde ich den Philips OneBlade generell zum Trimmen meiner Haare unterhalb des Halses benutzen? Ja, werde ich, allerdings nur bedingt. Und viertens, kann ich das Face und Body Kit weiterempfehlen? Nein, kann ich nicht. Bevor ich jetzt hier ins Detail gehe, möchte ich euch nochmal kurz sagen, dass ich einfach hier meine ganz persönliche Meinung vertrete. Ja? Ob Philips das cool findet oder nicht cool findet, dass es erstmal komplett irrelevant ist, denn mir geht es am Ende des Videos darum, euch einen Mehrwert zu bieten und euch möglicherweise davor zu bewahren, 30 Euro für die Katz auszugeben. Und wenn jetzt ich ein Produkt nicht gut finde oder irgendwas nicht anwende oder es einfach nicht zu gebrauchen ist, dann werde ich das auch sagen, auch wenn ich zum Beispiel mit dieser Firma schon mal eine Kooperation hatte. Ja? Also das ist wirklich komplett irrelevant
an dieser Stelle. Das nochmal kurz, um das Ganze hier nochmal klarzustellen. Generell kommt der Philips OneBlade für mich nicht in Frage für das Trimmen oder das Rasieren unter den Achseln oder halt untenrum. Da bevorzuge ich einfach generell eine Nassrasur. Punkt. Ich werde den Philips OneBlade trotzdem für meine Brust, also zum Rasieren meiner Brusthaare, weiterhin verwenden. Allerdings ohne das Face and Body Kit, ja? Weil das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Also ich kann viel besser und viel angenehmer ohne einen Aufsatz rasieren, einfach nur mit der Klinge. Das geht viel einfacher von der Hand und ich finde diese Aufsätze tatsächlich einfach komplett überflüssig. Also aus meiner Sicht gesehen sind diese Aufsätze wirklich nur Geldmacherei. Die braucht man, um seine Brust zu rasieren, wirklich absolut gar nicht. Wenn du natürlich jetzt so einen megamäßigen Pullover hier auf der Brust hast und du sagst, hey, ich will jetzt nicht komplett meine Haare runter rasieren, sondern ich will meine Haare nur trimmen, okay, probier es aus. Aber wenn du mit 3 mm runter trimmst, das ist schon so kurz, da kannst du genauso gut ohne Klinge rasieren. Also von daher brauchst du nicht extra dieses Kit zu kaufen. Also ich persönlich kann das Philips OneBlade Face and Body Kit definitiv nicht weiterempfehlen. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Philips OneBlade nicht weiterempfehlen kann. Ich finde, dass der Philips OneBlade nach wie vor ein megamäßiger Rasierer ist, gerade für das Konturenrasieren. Also ich glaube, da gibt es aktuell noch keinen besseren Rasierer zum Rasieren der Konturen. Ich meine, der Philips OneBlade Rasierer an sich hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Ja? Wenn ihr möchtet, kann ich dazu gerne auch nochmal ein Review machen. Aber das Kit an sich, die 30 Euro dafür zu zahlen, Leute, ist wirklich nicht notwendig. Also meiner Meinung nach nur Geldmacherei. Die 30 Euro kannst du besser in Blumen für deine Liebsten investieren, denn ich denke, den Mehrwert, den du danach bekommst, ja, der wird wesentlich größer sein.